Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Ja, hier waren wir stehen geblieben auf der Suche nach den lustigen Hinweisen über die drei Schwestern, die wir ja hier, also wo wir jetzt schon die Gräber gefunden haben. Wahrscheinlich die Schwestern selber werden wir nicht finden, die scheinen tot zu sein. Aber wir sind hier noch auf der Suche nach lustigen Hinweisen und wir sollen halt den ganzen Strand ab. So wurde es gesagt, aber ja, viel ist ja hier nicht. Hier oben war ich auch schon und habe geguckt. Das Einzige, was ich mir jetzt noch denken könnte, was passieren kann, ist, dass vielleicht... Moment, Inventar. Wir irgendwas haben? Ne, warte mal, wenn dann... Ich guck nochmal ins Journal. Da steht auch immer schöne Sachen drin. Das Haus der Klippen an, stellte im Blick, bla bla, ja, hier fest, gewonnene, oh, da geht's ja noch weiter. Später, erstmal hier fort, Marik helfen. Okay. Wir müssen ja anscheinend dem Typen helfen, ja, dann brauchen wir uns ja gar nicht hier aufhalten. Das ist dann vielleicht was Optionales für die Quest oder so. Weil, stimmt, da zeigt ja auch ein Questfeld in eine ganz andere Richtung. Aha. Ja, dann gehen wir doch erstmal zurück. Ist ja witzig. Und warum habe ich das nicht gleich gesehen? Ich habe keine Ahnung. So, Schwertchen brauchen wir jetzt auch nicht. Hier hat man ja schon alles gekillt. Neue Harpieren sollten nicht auftauchen. Gehen wir mal nach links. Apropos neue Harpier, ne? Jetzt lädt's kurz. Waren wir ein bisschen zu flink unterwegs. So, alles klar. Ah ja, dann sind wir ja auch schon wieder. Tada! Das war ja einfach. Hier hinten wollte ich aber nochmal gucken. Weil hier waren wir auch noch nicht lang gestiefelt. Oh, hier geht sogar lang. Guck mal einer an. Oha. Und wo kommen wir hier raus? Irgendwo, wo es interessant ist. Da fuck geht denn hier ab? Wollen wir erstmal hier was aufsammeln? Hallo, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr wollt mir doch nichts Böses, oder? Nein, ihr seht aus wie Hänsels, Leute. Hallo. Ist das... Warte mal. Ein Wagenrad? Ist das der Punkt, wo... Hey, was treibst du da? Das könnte ich euch fragen. Geht beiseite. Ich will diesen Ort untersuchen. Pass bloß auf. Es soll Unglück bringen, auf die Asche zu treten. Hilfst du uns, hier rauszukommen? Hier gefunden habt ihr doch auch selbst. Hätten wir gewusst, dass hier so viele Ertrunkene lauern, wären wir garantiert im Zelt geblieben. Im Kreis sind wir sicher. Außerhalb ist es ungemütlich. Echt? Ihr kommt schon zurück. Nein, wir helfen natürlich. Wir gehen zusammen für die zurück, richtige Bezahlung. Aber zuerst untersuche ich diesen Ort. Wenn das die Bezahlung das ist, dann geht das Pech klar. Bringen, auf die Asche zu treten. Dann tun wir das doch einfach nicht. So, Moment, jetzt will ich ja kurz hier. Das Mikro war schon wieder am Rumschwingen. Dann fängt das mal an zu rauschen. Ist nicht so schön. So, also Asche nicht treten, sagst du? Na gut, dann untersuchen wir hier halt mal alles. Seltsame Aura. Wurde es gerade dunkel? Ist ja witzig. Okay, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber wir gucken es uns trotzdem mal an, wenn wir einmal hier sind. Die Krähen haben wir quasi schon verscheucht. Super, was ist das? Hä? Nichts Besonderes. Ein toter Baum. Und was geht hier ab? Wer schleppt bloß den ganzen Zinnober hierher? Eben, hier ist dann der ganze Quark und die Kerzen, die brennen ja auch noch. Also, ein Pilzkreis? Wieder nichts. Ah, das ist ein Pilzkreis, Geralt. Ne? Die haben meistens irgendwas mystisch-magisches an sich. Guck mal, hier ist noch was. Eine Airaunwurzel. Was ist das hier? Nichts. Nichts. Und was ist damit? Rot. Wer schleppt bloß den ganzen Zinnober hierher? Okay, dann haben wir es uns einmal
drumherum angeguckt und da sind Krähen, aber die scheinen das Brot überhaupt nicht zu interessieren, ne? Und was ist das hier? Wer schleppt bloß den ganzen Zinnober hierher? Ja, das wüsste ich auch gerne. Und warum stellst du dich in alles rein, Geralt? Das gehört sich nicht. Bring Unglück in die Asche zu... Ach nee, Moment. Auch noch Zeug. Und hier sind Ketten. Also das scheint das Wagenrad zu sein. Ich will jetzt nicht auf die Asche treten. Das soll Unglück bringen, aber... Na, scheiß drauf. Seltsame Aura. Sehen wir uns das genauer an. So. Lauschen wir einfach mal. Eine unnatürliche Stille, typisch für Orte, an denen sich Kraftströme kreuzen. Löst Unbehagen aus, ist aber eigentlich harmlos. Kerzen, Amulette, Münzen, Opfergaben wie in einem Tempel. Quadratische Münzen. Aha. Quadratische Münzen mit Fischschuppen. Die Verschwörer kommen wohl gern hierher. Ah, dann lesen wir doch mal die Briefe. Mal sehen. So, und was mit den Kerzen? Kerzen. Stinken ärger als Soltans Fußlappen. Sonst nichts Außergewöhnliches. An dieses Rad wurde Sabrina geschlagen. Habe ich mir nämlich doch gedacht. Das ist genau das Ding. Frische Spuren. Holzsplitter und frische Löcher. Da hat jemand vor kurzem die Nägel aus dem Rad gezogen. Oh. Ich nehme mir einen mit, für alle Fälle. Können wir sogar gut gebrauchen. Sicher ist sicher, ne? Etwas hat den Kreis vor den Flammen bewahrt. Er ist kaum versehrt. Stimmt, das Rad, also ja, das. Also er sagt halt immer Kreis, aber er meint sicherlich das Rad. Dem geht's gut. Was ist hier? Fußspuren. Die Menschen treten aus Angst nicht so nahe an den Kreis heran, sondern legen ihre Gaben in sicherer Entfernung ab. Die einzige Ausnahme trägt kedwenische Soldatenstiefel. Also habe nicht nur ich den heiligen Ort geschändet. Tierspuren. Vögel, Hunde, Wölfe, ein Bär. Sie kommen hierher wie zu einer Futterkrippe. Aber den Kreis meiden sie. Nur Katzenspuren sind überall. Eine hat wohl ein Nickerchen auf dem Sockel gemacht. Triss sagt, dass Katzen gern auf Intersektionen schlafen. Sie und Drachen sind die einzigen Tiere, die dort Macht schöpfen können. Und offensichtlich lieben Katzen diesen Ort. Wieder was dazugelernt. Kann man mal sehen. Diese Katzen immer. So, hat man? Dann, Solider behauener Stein. Wird wohl viel genutzt. Das ist aber schön, dass er viel genutzt wird. Ich hole Hänselt her und rekonstruiere die Hinrichtung. So müsste es möglich sein, Sabrinas Geist zu rufen und ihn zur Aufhebung des Fluchs zu zwingen. Gegen die Drauguren und den Nebel hilft das nicht, aber dem König ist geholfen. Ich muss genau erfahren, was geschehen ist. Ich brauche Zeugen der Hinrichtung. Wenn ich herausfinde, wie sie starb, kann ich Hänselt erlösen. Zwei Spuren. Der Kult um Sabrina und der geheimnisvolle Nageldieb, der sich als einziger hertraut. Ich sollte die Soldaten befragen. Ja, da haben wir doch mal hier ein bisschen Detektivarbeit geleistet. Diese Detektive, wie sie da rumdetektivieren. So, ja, lustigen Leute. Jetzt hast du aber genug geglotzt und gefriemelt, oder? Hauen wir endlich ab. Ja, aber ich habe noch ein paar Fragen. Wart ihr dabei, als die Zauberin verbrannt wurde? Wir haben vor 3 Jahren beide schon unter Hänselt gedient. Aber den Scheiterhaufen hat nur die 5. Kompanie bewacht. Es heißt, der König wollte daraus nie ein Spektakel machen. Einige Soldaten kommen nie hierher. Aber andere besuchen den Kreis, um nach Überresten zu suchen. Du bist auch so einer, nicht wahr? Für dich ist das nur Aberglaube, der sich versilbern lässt. Du wühlst in der Asche nach alten Nägeln. Genau wie dieser Tunichtgut von Krämer vor dem Wirtshaus. Aha. Offenbar verwechselt ihr mich. Ach ja?
Dann gib uns den Nagel. Nee, den brauche ich doch. Ich behalte ihn. Du behältst ihn? Noch nie gehört, dass man Reliquien als Fistech fürs Volk bezeichnet? Ach. Ja, ich hätte ihn noch stecken lassen können, aber trotzdem. Wie seid ihr an den Ertrunkenen vorbeigekommen? Der Visionär war mit uns und hat uns geführt. Dann verließ er uns. Der wer? Habt ihr diese Kerzen angezündet? Ja. Was schert dich das? Ihr lasst sie für Sabrina brennen? Du hältst das wohl für Zeitverschwendung, wie? So reden sie, die Ungläubigen. Ich fühle ihre Blicke. Sie beobachten uns. Wir kommen hier nicht lebendig raus. Wie gern würde ich jetzt einen Zauber wirken. Du glaubst dem Visionär nicht? Musst du ja nicht. Aber einen Versuch ist es doch wert. Ach, der alte Idiot. Seinetwegen sind wir überhaupt hier. Ich habe das Gefühl, die gehören mit zu den Verschwörern um Hänselt. Quadratische Münzen, Kerzen, die angezündet sind. Ja, lass mal hier fragen. Der Visionär? Wer ist das? Mit ihm hat dies alles erst angefangen. Er spricht von Wundern in diesem Kreis. Ich glaube ihm. Weißt du wieso? Er lebt mitten in den Schluchten. Irgendetwas muss ihn vor den ganzen Harpyen schützen. Ah, den kennen wir doch, den Jungen, der da in seinem Lichtkreis zwischen den ganzen Kerzen sitzt. Dieser Ort gefällt mir nicht. Ich dachte schon, du willst hier übernachten. Ja, können wir auch machen. So ungemütlich. Los geht's. Ekelhafte Gegend. Ich glaube... Und wegen der schlagen sie sich seit Urzeiten die Köpfe ein. Ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur hinter die Palisaden gehe. Ich schätze, Zivik hatte recht. Und wir hätten auf unseren Ärschen sitzen bleiben sollen. Wenn sich der Nebel verzieht und wir gegen Wergen ziehen, pfeifst du ein anderes Liedchen. So ein Kameradenschwein, der Visionär. Lässt uns hier einfach hängen. Verfluchte Biester. Ah, klatscht mir noch ein paar Erfunkte um. Ah, komm. Hier und da. Was? Da lebt ja auch noch einer. So. Jetzt nicht mehr. Wobei ich halt wirklich glaube, dass die, gerade auch die zwei hier, zu den Verschwörern umhänselt gehören. Also, oh, Mutagena. Nett. Nur ein bisschen ertrunken in die Gelumpe. Noch ein bisschen ertrunken in die Gelumpe. Ah, das ist okay, da kann man ein paar Sachen draus bauen. Hallo. Bist du alleine? Ist langweilig. Ey, du hast da was verloren. Deine Gedärme. Oh, hat sogar Orens dabei gehabt. Netter Kerl. Verdammt nett, muss ich sagen. So, kommt mal mit. Ich bringe euch mal nach Hause. Brutstätten von Ertrunkenen sind nicht gerade der beste Ort für ein Picknick. Oh. Verdammte Scheißviecher. Wärst du nicht gewesen, hätten sie uns verschlungen. Wir verdanken dir unser Leben, Hexe. Dafür will ich jetzt auch einen Money sehen. Wir dürfen uns auf keinen Fall von Civic erwischen lassen. Nun mach dir mal nicht ins Hemd. Sabrina hat uns vor den Monstern gerettet. Und jetzt sollen wir den kleinen Civic fürchten? Ihr solltet lieber mich fürchten, wenn ich euch bei Hänselt verpfeife, dass ihr da quadratische Münzen hinlegt. Kollege. Naja. Aber auf jeden Fall was geschafft. Wenn es auch nicht das war, was wir eigentlich schaffen wollten. Aber wir können ja jetzt uns erstmal unsere Belohnung abholen. Und wir suchen ja sowieso noch den Marvik oder wie das. Auf jeden Fall haben wir auch bei den drei Schwestern hier noch einen Punkt, wo wir zurück müssen. Wie sieht es denn gewichtstechnisch aus? Ah, geht noch. Das Leben geht bisweilen seltsame Wege. Ist wirklich so. Vor einigen Jahren hat... So, also wir haben auch noch ein paar Tränke, also da brauchen wir jetzt noch nicht direkt loslegen und brauen. Das hält sich. Ja. Das hält sich alles noch in Grenzen. So, wir gucken natürlich erstmal ins Lager. In diesem wunderschönen Zwischenbereich, in dem es erstmal zwischenlädt. Hui, und dann wieder leckt. Toll. Wer sich das ausgedacht hat. Ja, vielleicht damit das Lager besser anladen kann. Ich habe keine Ahnung. So. Und hier geht es dann auch direkt weiter. Das ist so einfach. Okay, wir wollen zu dem Civic. Der hat Money für uns. Kollege, hallo. Hallo? Tag. Ja, hau doch nicht ab. Ah, hinterher kraxeln. Wo willst du hin? Okay, das ist eine Sackgasse, da kommst du nicht weit. Hallo. Was willst du, Hexer?
Money will ich haben. Und zwar... das hier. Die Soldaten, die du vermisst hast, saßen im Kreis der Sabrina fest. Diese Arschkrampen. Dieser idiotische Aberglaube ist ihnen einfach nicht auszutreiben. Ah, die werden Latrinen schrubben, bis sie umfallen. Danke, dass du dich um sie gekümmert hast. Hier ist dein Lohn. Ja, süßer. Außerhalb des Lagers soll einer leben, den man den Visionär nennt. Kennst du den? Die Soldaten reden von ihm. Aber ich habe ihn noch nicht getroffen. Und wenn ich ihn treffe, dann soll er bereuen, dass er meine Leute mit diesem ganzen abergläubischen Quatsch irre gemacht hat. Hm, ja, den haben wir ja schon getroffen. Oh, guck mal, hier haben wir noch nicht gefragt. Obwohl, das haben wir auch noch nicht gefragt. Warst du bei Sabrinas Hinrichtung anwesend? Da war nur die 5. Kompanie vor Ort. Eigentlich schade. Ich hätte die Hexe gerne selbst brutzeln sehen. Geschah ihr nur recht. Nach dem, was sie den Männern angetan hat. Ich habe ja schon einiges gesehen. Mein Bruder ist bei einem Putsch in Rinde umgekommen, weil ein Magier sein Blut kochen ließ. Ja, das ich habe auch schon mal gesehen, wie ein Soldat eine tote Elfin schändete. Da fuck. Aber diese Sache vor 3 Jahren. Hexer, die Leute schmolzen. Hoppala, da habe ich jetzt aussehen gedrückt. Auf jeden Fall, ja. Die Leute sind halt eklig umgekommen. So, was ist das hier? Man sieht, dass ihr euren König liebt. Er ist wie ein Vater, kommt zu uns, klopft uns die Schultern, weiß unseren Namen. Aber um sich das zu verdienen, muss man sich im Kampf bewähren. Ich wurde schon 3-mal ausgezeichnet. Eine große Ehre für so einen bescheidenen Soldaten. Beim letzten Mal waren wir schon hierher unterwegs. Ein Bauer hatte seinen Brunnen vergiftet. Ein paar von uns sind gestorben, viele krank geworden. Ich habe das Dorf befriedigt. Der König war zufrieden und unsere eigenen Leute beeindruckt. Eine solche Vorstellung war es. 2 Tage lang war es ruhig bei uns. Er kam zu mir, knuffte mich, lachte und sagte, was für ein Drecksack du bist. Wärst du nicht in einem Stall geboren, wärst du vermutlich König. Ein ganz herzhafter eben. Hm, ja, kannst du mal sehen. Komm, wir würfelpokern mal. Hat mal lange nicht mehr gemacht. Und wir müssen ja auch irgendwo unseren Orenz-Stand wieder auffüllen, ne? Also von daher... So, lass mal den Würfel sprechen. Wenn wir einmal hier sind, ich meine, ne? So, was haben wir denn? 1, 2, 2? Nicht so doll. Der hat was wesentlich Besseres. Boah. Tja, ich bin ja fast gewillt, alles nochmal zu würfeln, ne? 3 Sechsen ist echt hart. Wir können nur mit 4 Zweien höchstens drüber kommen, aber... Ne, erhöhen werde ich auf jeden Fall nicht. Nicht bei diesem. Aber wollen wir passen? Ah, komm, wir erhöhen. Wir haben ja noch eine kleine Chance. Ja, komm, wir gehen halt mit. Komm schon. Vielleicht auch 3 Zweien? Oder gar keine 2? Nur 2 Fünfen. Ja, das bringt uns nichts, da haben wir schon verloren. Ja, der macht direkt das Full House. Naja. Scheiße. Ja, haben wir wieder ein bisschen Gold verspielt. Meine Güte. So viel dazu zum Thema Vorrat aufstocken. Kacke. Na egal. So, wie viel Orenz haben wir denn verloren? Oh, so viele. Geht also. Nee, hält sich alles noch in Grenzen. So, speichern wir nochmal kurz. Wir haben auch gerade keine aktive Quest, weil wir haben ja quasi unsere abgegeben. Was soll ich denn sonst machen? Aber jetzt können wir hier mit dem reden, oder? Weil die prügeln sich da ja so schön. Und prügeln? Mensch. Ich nehme jetzt mal einfach noch ein paar Tränke ein. Damit wir einfach auch diesen mächtig fiesen Vorteil haben. Ja, und dann prügeln wir uns selber mal in der Arena. Und dann werden die sich umgucken, was es heißt, mit einem vorbereiteten Hexer zu kämpfen. Boah, ja. Schlupp. Ja, also es ist kein Doping. Weil es ja alles auf Naturbasis ist. Ja, natürlich ist das Doping. Aber kriegen wir schon hin. Weil fällt ja keinem auf. Ja. Damals hatten sie noch nicht die Technologie, um das nachzuweisen. So, Kollege. Ritterturniere sind nur was für richtige Männer. Ja, guck mal, wer hier steht. Turnier. Können wir mit dem Turnier beginnen? Bist du bereit? Ja, lass loslegen.
Brauchen wir alles nicht wissen. Dann fangen wir an. Gegner. Wir legen einfach los. Nehmen unser geiles Schwert. Der Hexer Geralt von Riva misst sich mit dem edlen Gwydion. Der Edle. Ja, so sieht er aus. Komm mal her, du edler Gwydion. So. Den kontern wir einfach tot. Warte. Zack. Okay, der blockt auch. Jetzt blocken wir beide. Das ist aber schön. Kann mir einer erklären, was hier los ist? Wir kämpfen gerade. Ja, ausgewichen, zugestochen. Ich ergebe mich. Oh, das war ja leicht. Der Hexer Geralt hat gesiegt. Das war ja einfach. Du hast gesiegt. Ja, gib mir ein Zeichen, wenn du für den nächsten Kampf bereit bist. Gib mir erstmal meine Ohrens. Wo sind meine Ohrens? Haben wir jetzt welche bekommen? Nein? Ach komm, wir machen gleich Ritterturnier. Weiter. Ja, Ritterturnier. Können wir das Turnier fortsetzen? Bevor jetzt hier alle gehen? Ja, klar bin ich bereit. Ja. Easy. Gib ihn. Ja, bevor jetzt hier alle gehen, können die sich gleich mal ihre Sitze warm halten. Dem edlen Redang gegenüber. Oh, der Edle. Oh, der hat ein Schild. Kann man trotzdem kontern. Ja, keine Tricks. Nur kontern. So. Oh, da habe ich jetzt verpasst. Warte. Zack. So, nochmal eine mitgegeben. Komm her. Ja, im Zweikampf habt ihr nämlich überhaupt keine Chance. Ja, du musst doch treffen, Kollege. Schlitz. Und der gibt ich auch auf. Mich. Ja, ist auch besser so. Der Hexer Geralt hat gesiegt. Sonst hätte ich den einfach umgeklatscht. Du hast gesiegt. Mhm. Gib mir ein Zeichen, wenn du für den nächsten Kampf bereit bist. Natürlich, mach mal. Direkt dran, oder was? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Komm her. Ritterturnier. Ja, Turnier. Können wir das los? Bist du bereit? Ja. Ja. Dann ja. Fangen wir an. Sagt er. Mhm. Dann lass mal das machen. Geralt von Riva kämpft nun gegen den unerschrockenen Borin. Ja, da wird man gleich sehen, wie erschreckend der ist. Da, das Schöne ist mit dem Block-Kontern. Da können wir hier einiges anstellen. So, den können wir auch mal ein bisschen so eine mitgeben. Und im richtigen Moment halt zu langen. Und dann gibt der einfach auf. Ich ergebe mich! Ja, ist ja auch richtig so. Der Hexer Geralt hat gesiegt. Hui. Ich würde ja gerne tanzen, aber... Verflixt und zugenäht. Der macht ja alle gibt kaputt. Gibt es denn in ganz Kettwin nicht einen, der in der Lage ist, diesen Hexer zu besiegen? Beschissene Bande von Feiglingen! In Kettwin vielleicht nicht. Aber in Temerien, wer weiß. Ich will es mal versuchen. Das klingt interessant. Ach. Besiegst du ihn, verdopple ich deine Belohnung. Oh, das ist ja ein Anreiz. Ja, dann können wir hier mit Wes ein bisschen spielen. Diesmal hat Wes den Hexer herausgefordert. Eine Frau, die in der Eliteeinheit der temerischen Armee dient. Ja, die hat keinen Titel? Finde ich ja frech. Ja, komm mal her hier, werte Dame. Aber wir wollen ja nicht zu fies sein. Aber im Zweikampf, da kann... Oh, da hat sie auch geblockt. Ja, aber blocken können wir beide. Ja, eigentlich ist es ja bloß ein Abwartespielchen. Warte mal, nehmen wir mal ein bisschen hier mehr in die... Ergeben? Was? Mit F ergeben? Ergebt mich doch nicht. Oh, der habe ich ja jetzt aber gut eine mitgegeben. Knie dich hin, vom Hexer. Ich ergebe mich. Finde ich okay. Mit ein paar solcher Teufelskerle könnte ich die halbe Welt erobern. Ja, aber die Hexer... Gib ihm die Belohnung. Die Hexer sind ja nicht verdient. So, ne? Warum? Der König wollte ein Schauspiel haben und er hat eins bekommen. Schade, dass klar war, wie es ausgehen würde. Hexer sind nicht unbesiegbar. Dieser hier ist es, wie man sieht. Ja. Aber du warst trotzdem sehr tapfer. Sie hat mehr Widerstand geleistet als alle kettwinischen Ritter zusammen. Du bist sehr freundlich. Das ist wohl wahr. In der Arena nicht. Er hat mich ernst genommen. Das stimmt. Danke, dass du keine Nachsicht mit mir geübt hast. Ich gehe ins Lager zurück. Besuch mich, wenn du willst. Ah ja. Hier ist ein das Preis. War so ein Besuch mich, wenn du willst. Ich habe noch was zu erledigen. Besuch mich, Danke. Wenn du willst. So eins. Zwinker, zwinker, besuch mich, wenn du willst. Der Hexer. Gucken wir an. Tja, haben wir Money gekriegt? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Wo ist mein Geld? Auf jeden Fall können wir mit Wes sprechen.
was da wo passieren wird? Reiß dich zusammen. Ich hab die Schnauze echt gestrichen mal. Voll von diesem verfluchten Ort. Reiß dich zusammen. Von Blutkometen, von Quadraten. Halt, warte. Und vom verdammten Nebel. Bevor wir jetzt hier rausgehen, solange wir bezahlt werden, möchte ich nochmal das mit den drei Schwestern, weil wir können ja hier irgendwo wen aufsuchen. Im Lager. Der ist auch außerhalb, oder? Moment. Gucken wir mal auf die Karte. Das hier hinten, der. Alles klar. Ja, und da sind die anderen zwei Questdinger. Nee, das ist alles eine Quest. Gut zu wissen. Dann können wir bei dem... Wir suchen nach Münzen. Ja, ich weiß ja schon, wer die hat. Also, von daher. So, also es wird dann der hier hinten sein, der hier rumlungert. Mit dem werden wir auch reden. Aber erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, The Witcher 2. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und würde sagen, die Sonne ist ziemlich hell. Haut's rein und ciao, ciao.